28. Spieltag in der Fußball-NRW-Liga und die Sportfreunde siegen. Sie empfangen den KFC Uerdingen. Heute waren nochmal richtig viele Zuschauer ins Signal-Leimbach-Stadion gekommen. Knapp über 3000 Leute fanden den Weg zu diesem Spitzenspiel in der NRW-Liga. Und etwas über 1000 Zuschauer hatten wir in unserem Livestream, wofür wir ganz herzlich Danke sagen von siegen-tv.com. Aber jetzt steigen wir endlich ins Spiel ein. Trainer Michael Boris hatte seine Mannschaft unverändert zu den letzten Spielen in das Spiel geschickt, also keine Veränderung in der Startaufstellung. Nach 10 Minuten dann die erste Möglichkeit für die Gäste. Fernschuss des ehemaligen Siegener Stürmers Emre Uzun. Rafael Kotschor kann parieren. Uzun wurde da bedient von Kosi Saka, der da für mächtig Wirbel sorgte. Auch die Gästetribüne, sie war nochmal heute richtig gut besucht. Der KFC Uerdingen, ein Zuschauermagnet, ähnlich wie die Sportfreunde Siegen. Und die hatten dann die nächste Möglichkeit durch René Lewe-Johann, aber zu schwach dieser Schuss auf das Tor von Manuel Lenz. Es war ein Hoch und Runter, denn Uerdingen, sie wollen nochmal angreifen, haben in den letzten Spielen nicht wirklich erfolgreich gespielt. Aus dem Spiel heraus passierte allerdings nicht so viel und deswegen mussten die Standardsituationen herhalten. Hier ein Freistoß der Sportfreunde Siegen. Aber auch den kann Uerdingen parieren. Nächste Standardsituation, diesmal auf Seiten des KFC Uerdingen. Und da ist Kosi Saka. Aber der schießt dann über das Tor. Also nach wie vor 0:0 hier im Siegener Leimbach-Stadion nach einer guten halben Stunde. Dann schön mit der Hacke von Alex Hettich und Grebe nur knapp über den Uerdinger Kasten. Alexander Hettich, er verlängerte seinen Vertrag bei den Sportfreunden Siegen um ein weiteres Jahr, aber er kam heute irgendwie nicht richtig in die Partie rein. Die Sportfreunde Siegen jetzt in der zweiten Halbzeit etwas offensiver, genau wie die Gäste. Julian Jakobs und dann findet der Ball keinen Abnehmer da vor dem Tor, sonst hätte es hier 1:0 für die Hausherren stehen können. Jetzt Ferrati über die linke Seite, Saban Ferrati, aber dieser Schuss, er landet direkt beim Keeper der Sportfreunde Siegen. Beide Teams jetzt mit hochgeklappten Visieren. Langer Ball da auf Julian Jakobs, der fällt und beschwert sich, will da einen Freistoß haben. Und wir schauen uns da die Zeitlupe nochmal genau an. Das wäre nämlich eine interessante Position gewesen für einen Freistoß. Aber wir sehen hier alles mit fairen Mitteln. Und Julian Jakobs, er beschwert sich zwar, aber das war fair geklärt. Da von der 13 von Stefan Hoffmann. Michael Boris wurde jetzt auch etwas aktiver unten an der Seitenlinie, genau wie die Fans des KFC Uerdingen. Schön sah es aus, aber gefährlich war es trotzdem. Die bengalischen Feuer da im Gästeblock. Und die Gäste, sie waren es auch, die nächste Möglichkeit hatten. Wieder Kosi Saka, der kommt dann über die linke Seite und Isa legt da unfreiwillig auf. Für Saban Ferrati, der hatte vielleicht selber nicht damit gerechnet und deswegen geht dieser Ball dann doch deutlich am Siegener Kasten vorbei. Und jetzt Alexander Hettich aus der zweiten Reihe, aber irgendwie sollte es heute nicht sein, auch wenn die Sportfreunde Siegen jetzt ihrerseits die nächste Möglichkeit hatten, aber auch so viel sei vorweggenommen. Auch die führte nicht zum ersehnten Führungstreffer. Der eingewechselte Marius Sowislo. Und dann will er zurücklegen. Aber im letzten Moment Manuel Lenz, der Schlussmann des KFC Uerdingen dazwischen. Aber es ging direkt wieder in die andere Richtung. Kosi Saka immer noch am Ball mit dem schönen Pass in den Siegener Strafraum. Die Sportfreunde Siegen, sie können zunächst klären. Aber dann geht es nochmal in Richtung Sportfreundetor. Die Flanke kommt, aber Jürgen Nowak passt dann auf da bei den Sportfreunden Siegen und lässt da nichts anbrennen. Also immer noch 0:0 und wir sind schon in der Schlussphase des Spiels. Wieder Kosi Saka, der da wirklich für richtig Dampf sorgte über die linke Seite. Und das war ein Fernschuss des eingewechselten Ugur. Das war's, 0:0 zwischen den Sportfreunden Siegen und dem KFC Uerdingen nach 90 Minuten.
Und wir sehen hier den Siegerländer Margolves, das Maskottchen, der schaut auf den Rasen, denn der war heute nicht prickelnd, aber soll nicht als Ausrede gelten. Den Sport von Siegen tut's nicht ganz so weh, sie behaupten ihren zweiten Tabellenplatz und wir hören jetzt noch die Stimmen zum Spiel und sehen uns wieder am kommenden Mittwoch. Hier Sport von Siegen gegen Westfalia Rhina. Am Ende 0-0 gegen Uerdingen. Muss ein Punkt heute reichen? Ja, ich denke vom Spielverlauf her, ich glaube, dass es ein Unentschiedsspiel war. Aber letztendlich ist kein Bruch für uns. Wir haben Sonntag in Velbert gewonnen und jetzt ein Punkt gegen Uerdingen ist jetzt nicht, dass wir jetzt schlimm aussieht für uns. Ne? Erste Halbzeit will ich nicht sagen, war langweilig, aber war halt von wenig Torszenen gekrönt. Aber in der zweiten Halbzeit beide Mannschaften mit offenem Visier, oder? Klar, wir hätten in der zweiten Halbzeit hatten wir zwei, drei Riesenchancen, hätten wir eine genutzt, wäre das Spiel auch anders gelaufen. Nur letztendlich, wie gesagt, das Unentschieden wird voll in Ordnung. Ne? Habt ihr Uerdingen, ich sag mal, im Hinspiel habt ihr 1-0 geschlagen? Hast du die heute stärker empfunden? Ich glaube nicht. Ich sage ja, Uerdingen steht ja vielleicht jetzt auf einem 7. Platz oder so, aber die sind von der Mannschaft her sind die wirklich eine starke Mannschaft. Und die haben das hier sehr, sehr gut gemacht, die ersten 50, 60 Minuten. Und danach haben wir gesehen, dass sie ein bisschen mehr Kraft hatten. Nur letztendlich haben wir das eine Tor nicht gemacht. So kurz jetzt nach dem Spiel vielleicht ein bisschen blöd, den Fokus auf Mittwoch zu lenken. Aber da geht es gegen Rhinan. Wie siehst du, da ist realistisch, 3 Punkte hier zu behalten? Ja, klar. Aber das ist wieder so ein schweres Spiel wie gegen Herne und die anderen weiteren Spiele. Man sieht ja hier wieder, dass es auf dem Platz sehr schwer ist, Fußball zu spielen. Und wir gehen aber trotzdem am Mittwoch wieder auf 3 Punkte. Und ich hoffe, dass wir die 3 Punkte noch einfahren. Dann danke und schönes Wochenende. Ja, danke schön. Lebe, muss der Punkt am Ende gegen Uerdingen reichen? Den nehmen wir gerne mit. Ne? Ich denke mal, für die Zuschauer kein attraktives Spiel, aber verbissen, Zweikämpfe, hart geführte Partie. Auf dem Platz war jetzt nicht viel möglich, aber man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Ich denke mal, wenn man den Spielverlauf sieht, letztendlich geht die Punkteteilung in Ordnung. Und am Mittwoch vergolden wir den Punkt. Fertig. Es war wieder so, von oben hat es zumindest so den Anschein, der letzte Pass, immer wieder der letzte Pass. Du sprichst gerade den Rasen an, den wollen wir jetzt vielleicht nicht vorschieben. Ausrede, nein, meine, wollen wir nicht definitiv nicht. Aber lag es vielleicht wieder am letzten Pass? Ja gut, vielleicht hier oder da hätten wir konsequenter zu Ende spielen müssen. Vielleicht wenn Jule dem mit dem ersten Kontakt schon querlegt, ich bin in der Mitte ganz blank, sagt Dankeschön, er nimmt den noch einmal mit, dadurch verzögert er. Aber hätte, wenn aber, hätte er unten geschissen, hätte er Nasen gefangen. Meine Güte, wir haben beide auf dem Platz gespielt. Wie gesagt, war keine ansehnliche Partie, denke ich mal, war eine hart umkämpfte Partie. Aber der Punkt, der geht also für beide Seiten in Ordnung, nehmen wir gerne mit. Und Mittwoch wird er vergoldet. Nach deiner Auswechslung hast du deine Jungs von der Bank angefeuert, aber so eine kleine Anekdote, du bist zu den beiden Trainern gegangen und hast irgendwas gesagt, hast irgendwelche, wieso machen wir das nicht so, wieso, was hast du da vorgeschlagen? Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis. Wir sind hier unter uns. Nein, kommt musst du nicht raus. Sagen. Am Mittwoch vielleicht dann wieder auf 3 Punkte. Richtig. Und dann, wie gesagt, wird der Punkt vergoldet. So sieht's aus. Schönes Dankeschön. Ne? Emma, wie war die Rückkehr ins Signal-Einbach-Stadion? Ja, ist ja nichts Neues jetzt. Ich habe hier 2 Jahre gespielt und Wiedersehen gibt es oft im Fußball. Michael Boris hatte Respekt, so hat er zumindest vor dem Spiel gesagt. Du machst deine Buden, heute müsst ihr mit dem Punkt zufrieden sein. Ja, wenn man das Spielverlauf sich angeguckt hat, geht das unentschieden in Ordnung. Da waren 2 gute Mannschaften auf dem Platz, auf einem sehr bespielbaren Platz, aber das ist ja nichts Neues für mich. Aber das Unentschieden geht in Ordnung. Jetzt habt ihr eigentlich nur noch wenig Möglichkeiten, vielleicht unter die ersten 3 zu kommen. Das heißt, habt ihr euch schon abgefunden damit, dass es in die Relegation geht oder greift ihr jetzt nochmal voll an? Ja, was heißt voll an? Wir denken Spiel von Spiel zu Spiel. Wir versuchen so viele Punkte wie möglich rauszuholen und schauen am letzten Spieltag, wie es ausgeht. Wie sieht deine Zukunft aus, vielleicht bei Uerdingen oder für die kommende Saison? Aber dazu kann ich großartig nichts sagen. Ich habe nur 8 Spiele. Und konkrete Gespräche wurden nicht geführt, weil wir wissen ja nicht nächste Saison, auf welche Liga wir spielen. Ich stehe für alles offen. Aber heute sind wir nicht böse drum, dass du keinen Treffer gemacht hast. Siehst uns nach, aber trotzdem schönes Wochenende. Ebenfalls. Alex, du hast heute verlängert. Trotzdem guckst du ein bisschen traurig aus der Wäsche. Ist nicht ganz so gelaufen, wie du es dir gewünscht hättest, oder? Ja, war heute ein bisschen schwer für mich. Wurde Manndeckung genommen und der Platz war auch nicht so gut. Konnte man nicht so gut drauf Fußball spielen, aber nicht so trotz. Haben beide Mannschaften nicht viel zugelassen. Ich denke, 0-0 ist in Ordnung. In der ersten Halbzeit war es, ich will nicht sagen langweiliges Spiel, aber ohne richtige Torszenen. In der zweiten Hälfte haben aber beide Mannschaften mit offenem Visier gekämpft, oder? Ja, wie gesagt, beide Mannschaften haben nicht viel zugelassen, haben beide trotzdem gut mitgespielt. Und deswegen denke ich, das ist ein 0-0. Du kommst jetzt gerade aus der Kabine, ihr werdet mit Sicherheit schon mit dem Trainer gesprochen haben. Ist er eher zufrieden mit dem Punkt oder hätte er gerne 3 Punkte gehabt, aber wenn man den Spielverlauf sieht? Ja klar, wären wir mit 3 Punkten natürlich besser gewesen, aber ich denke, der Trainer ist auch mit 0-0 zufrieden.
standen hinten gut, haben kein Tor zugelassen und haben Uerdingen auf Abstand gehalten und ich denke, der ist zufrieden. Wir freuen uns, dass du ein weiteres Jahr in Siegen bleibst und jetzt ab zum Auslauf. Dankeschön. Ciao. Ich denke, es ist einfach gesagt, so wie das Ergebnis letztlich auch dieses Spiel ausdrückt, glaube ich, geht es auch in Ordnung, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe heute hier ein riesen intensives Spiel geliefert haben, ein Fight, der sicherlich für die Zuschauer vielleicht dann nicht so interessant war, weil nicht die hochkarätigen Torchancen dabei war, aber wenn man dann sieht, welche Laufarbeit sicherlich beide betreiben mussten auf einem schwer bespielbaren Platz, dann glaube ich, haben wir ein sehr, sehr intensives Kampfspiel gesehen und am Ende dann glaube ich auch mit keinem Sieger, der es verdient gehabt hätte. Vielleicht hatte Siegen die eine vom Tick her etwas klare Torchance, wobei auf der anderen Seite, wenn ich unsere Szene mit dem Kosi sage, wo der Ball unglücklich auch schon in der ersten Halbzeit sehe, oder auch dann vom Schaban Farati, wo er dann schießt, dann gleicht sich das dann am Ende aus. Ich glaube, ein sehr intensives Spiel. Ein Sieger wäre hier heute verdient gewesen und das 0-0. Ich denke, da können beide Mannschaften gut sehen. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich habe eigentlich nicht viel hinzuzusetzen. Ich denke, das war ein von der Taktik geprägtes Spiel. Wir sind davon ausgegangen, dass Uerdingen ein bisschen offensiver spielt. Das haben sie nicht gemacht. Der Platz war natürlich wirklich sehr schwer zu bespielen für unser Passspiel, was wir aufziehen wollen. Aber gut, wir haben es dann anders gelöst, indem wir viele hohe Bälle gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit sehe ich eigentlich drei Chancen. Die erste hat Julian Jakobs, wo wir es nicht richtig gut machen. Sven Michel hat die zweite und dann Romarius sowieso den Rückpass spielt und er ist nicht besetzt. Sonst habe ich auch keine klare Torchance von uns gesehen, aber das ist so, wenn zwei Mannschaften, auch wenn es vom Tabellenplatz nicht so aussieht, aber auf Augenhöhe spielen. Uerdingen ist eine gute Mannschaft, das wussten wir im Vorfeld. Ich glaube, man hat nach dem Spiel gesehen, wir wissen noch nicht, wie wir so diesen Punkt, also wir freuen uns, dass wir Uerdingen auf 8 Punkte Abstand gehalten haben, aber ich denke mal, nach Mittwoch wissen wir erstmal, wie viel wert dieser Punkt ist, weil dann können wir unseren ersten Joker ziehen hier gegen Rhinan. Der Platz wird mit Sicherheit genauso sein, aber irgendwie muss dieses Ding da in dieses Tor rein und wir gucken, dass wir es wieder zu Null spielen und dann machen wir das vielleicht schmutzig 1-0, vielleicht auch anders, das weiß ich nicht, bin leider kein Hellseher, aber ich denke mal, der Punkt heute, da wissen wir Mittwoch mehr und schönen Abend, bis Mittwoch, tschüss. Michael, am Ende 0-0 gegen Uerdingen, du willst immer gewinnen, aber vielleicht muss man unterm Strich heute mit einem Punkt zufrieden sein, oder? Ja, ich glaube, das hast du nachher in meiner Auswechslung auch gesehen. In so einem Spiel hat man nicht viele Torchancen, wir hatten 3, nicht aufs Tor geschossen, aber zumindest rausgespielte, die machen wir nicht. Jule verstolpert das Ding, Sven Michel verstolpert das Ding. Bei Maris war der Raum nicht so besetzt, werde ich mir bei dir angucken, wer denn da nicht wo war. Und dann muss man einfach auch irgendwann mal sagen, ja, lassen Uerdingen auf 8 Punkte Abstand. Die haben nichts gewonnen dazu. Wir sind Minimum Dritter, wenn Duisburg gewinnt am Wochenende. Von daher ist da nichts passiert, was die Aufstiegsplätze betrifft. Der Platz ist und war die ganze Zeit nicht so pralle im Signal-Leimbach-Stadion. Das wollen wir nicht als Entschuldigung anführen, aber trotzdem sah es von oben so aus, als ob der letzte Pass, wie auch in den letzten Spielen, nicht ankommt. Ich habe in Velbert habe ich uns gut gesehen, was den Fußball betrifft, auch was den letzten Pass betrifft. Natürlich über das Fußballspielen kommst, darum sind wir schon mal froh, dass wir im Hofbachstadion trainieren können. Wenn du wirklich über das Fußballspielen kommst, ist es schwierig. Darum haben wir, glaube ich, direkt von der ersten Minute an versucht, Lewe oben anzuspielen oder alles so in den Fuß zu spielen, dass er erstmal nicht auftickt. Spielt uns jetzt nicht in die Karten, aber wir nehmen den Platz so, wie er ist. Und Mittwoch werden wir auf diesem schwer bespielbaren Platz ein bisschen besser versuchen zu spielen. Mittwoch kommt Rhinan, die lagen eben 0-1 zurück gegen Erntebrück. Aber eigentlich eine Mannschaft, wo man 3 Punkte, ich will nicht sagen einplanen kann, wird ein schweres Spiel, aber relativ gute Chancen, die 3 Punkte hier zu behalten. Ne? Du, die haben die letzten 3 Spiele in Folge gewonnen gehabt. Ich gehe davon aus, dass der Relegationsplatz in greifbarer Nähe ist, Rhinan. Das ist natürlich super, wenn sie heute gegen Erntebrück verlieren sollen. Dann werden sie vielleicht auch ein bisschen ruhiger und sagen, naja, irgendwie schaffen wir es doch nicht. Wie du das auch immer von mir hörst. Jetzt kommt Rhinan, da werden wir uns total darauf vorbereiten, müssen aber halt unsere Hausaufgaben erledigen. Und wenn ich halt nochmal die 3 Chancen sehe und ich mache sie nicht weg und die mache ich auch nicht gegen Rhinan weg, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Standards waren halt auch nicht so gut, muss ich sagen. Andersrum hat Uerdingen die Standards auch natürlich gut verteidigt. Jule hat sich nicht so durchgesetzt, Sven Michel hat sich nicht so durchgesetzt. Und das heißt, dass wir es Mittwoch besser machen und irgendwie diesen Ball über diese Linie drücken, nochmal zu Null zu spielen. Und dann, denke ich, haben wir hier heute nicht 2 verloren, sondern wirklich einen Punkt gewonnen. Weil man darf nicht vergessen, die Spiele werden weniger für den Rest. Uerdingen spielt in Viktoria. Von daher
gucken wir mal, was Mittwoch passiert. Stichwort Hausaufgaben machen. Ihr plant fleißig für die nächste Saison. Heute nächste Vertragsverlängerung. Alex Hettich, du kennst ihn ja noch aus Windeck-Zeiten. Denke ich mal, stimmt dich ganz positiv für die kommende Saison, oder? Ja, Hettich ist unser Top-Torjäger. Wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, letzte Woche zieht er den Elfmeter gegen Felbert. Ja. Davor hat er die Chance in Felbert, wo daraus die Ecke resultiert, wo Leon Binder den Kopfball macht. Macht den Erntebrück auch nochmal ein Tor selbst. Ich glaube, bereitet das 1-0 vor. Also Hettich ist schon auf der Position richtig wichtig. Und wir freuen uns, dass wir ihn natürlich halten konnten. Hat noch kein Regionalligaspiel gemacht. Ich denke, das ist für ihn auch ein bisschen Anreiz, das zu zeigen, ob er die Liga drüber auch spielen kann. Ja, ich freue mich sehr drüber, dass halt aus diesem Startelf jetzt wieder ein ganz wichtiger Baustein da ist. Und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr ist. Aber wir müssen jetzt erstmal auf Mittwoch gucken. Dann stell du die Truppe richtig ein für Mittwoch. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hoffentlich hilft unser DVD beim Spiel einstellen für das kommende Spiel. Alles klar. Mach's gut. Danke dir. Ciao.